Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vorgestellt werden heute zwei Kater, die durch verschiedene Umstände ins Tierheim Achinoa kamen und dort sehr traurig sind. Der schwarz-weiße Kater Filou kam zu Achinoa, weil sein Frauchen sehr krank ist und sich um Filou nicht mehr kümmern kann. Er wurde erst von Verwandten der erkrankten Dame aufgenommen, aber mit der schon vorhandenen Katze klappte es nicht. Der schöne Filou wurde 2013 geboren und lebte seit langem mit dem Frauchen allein in einer Wohnung. Dadurch kennt Filou nichts anderes und ist fremden Menschen und Artgenossen gegenüber erst einmal scheu. Er liebt es ruhig und gemächlich, darum leidet er in der Achinoa besonders. Seine gewohnte Welt gibt es nicht mehr. Meistens verkriecht er sich in einer Höhle und verweigert derzeit auch das Futter. Der sensible Kater Filou braucht ganz schnell Menschen, die ihm ein neues, ruhiges Zuhause geben können. Natürlich braucht es sicher etwas Geduld, bis der Kater die neue Freundschaft zu schätzen weiß. Für ihn wäre es sehr schlimm, lange im Tierheimalltag ausharren zu müssen. Deshalb werden dringend Katzenfreunde gesucht, die Filous Leid beenden können und sich mit ihm freuen, wenn er bei ihnen ankommt. Grau-Weiß Getigert ist der nächste Vorstellungskandidat. Auch diesem Miezekater gefällt es in der Achinoa gar nicht. Er sitzt im Quarantänekäfig, maunzt laut sein Unbehagen in die Welt und sucht ständig nach einer Fluchtmöglichkeit aus dieser misslichen Lage. Der etwa dreijährige kastrierte Kater wurde in Gotha in einem Hauseingang der von Hoffstraße gefunden. Er war dort niemandem bekannt und wurde zu seiner Sicherheit ins Tierheim gebracht. Miezer ist nicht ungepflegt, aber auch nicht sehr gut genährt. Für den schmalen, weiß getigerten Miezekater werden die Besitzer gesucht. Wenn ihn Bekannte oder Nachbarn erkennen, wäre das für ihn auch toll. Hauptsache, er kommt wieder in die Freiheit und ins gewohnte Revier.